Die 33. Oststeiermark-Radjugendtour biegt in die Zielgerade. Die vierte und letzte Etappe von Weiz nach Passail wird den knapp 130 jungen Rennfahrern noch einmal alles abverlangen. Die Österreicher haben zwar um den Gesamtsieg nicht mitreden können, dennoch ein Sieg beim Prolog, drei Podestplätze insgesamt vor der Schlussetappe, das alles hat den 15- bis 16-jährigen heimischen Nachwuchsfahrern sehr viel abverlangt. Ja, also ich merke schon, dass die vier schon ziemlich angeschlagen sind. Ich werde versuchen, heute nochmal alles zu geben und heute so gut es geht noch mitkommen. Ja, langsam geht schon die Substanz nach den drei harten Etappen jetzt. Noch einmal ein Regenrennen ist noch einmal anstrengender, ja. Ja, also definitiv ist nicht mehr ganz, die Achsen sind nicht mehr ganz so locker. Aber wir werden heute nochmal das Beste geben und wir werden schon gut ins Ziel kommen, glaube ich. In der Gesamtwertung liegt der Deutsche Marco Brenner voran. Er liegt seit der ersten Etappe in Führung, verfügt über eine starke Mannschaft, sollte aber auch heute bis zum buchstäblich letzten Kilometern von den belgischen und holländischen Rennfahrern angegriffen werden. Von Weiz geht es diesmal 65 Kilometer weit durchs Almenland Richtung Passail. Zusätzlich erschwert durch Dauerregen bis ins Ziel. Auch heute warten weit über 1000 Höhenmeter. Die erste Bergwertung nach 20 Kilometern gewinnt auch ein Belgier vor dem gesamtführenden Marco Brenner im grünen Trikot. Die Österreicher können heute nicht so wie gestern vorne im Renngeschehen mitmischen. Der beste heimische Rennfahrer liegt aktuell jenseits der besten 20. Nach der ersten Durchfahrt durch Weiz geht es hinauf Richtung Passail. Die Bergwertung auf dem traditionsreichen Gollersattel gewinnt dann Brenner höchstpersönlich. Der Deutsche kann mit diesen Punkten auch bereits die Gesamtbergwertung für sich entscheiden. Bergab dann unendlich viele Kurven, keine 10 Grad mehr, viel Laub auf schmalen Straßen, aber kaum Autoverkehr und weil die Rennfahrer mit Respekt unterwegs sind, bleiben Zwischenfälle aus. Knapp vor Passail sind dann drei Fahrer vorne, der Gesamtführende mit dem aktuell zweitplatzierten Holländer und dem Gesamtvierten aus Belgien. Und auf den letzten Metern schafft noch eine Verfolgergruppe den Anschluss. Im Ziel in Passail hat dann der Slowake Martin Srocek die schnellsten Beine. Er ist einer der jüngsten Fahrer im Feld, der aber schon am Vortag in Vorau gewonnen hat. Martin Brenner kommt als Achter ohne Zeitverlust ins Ziel und steht als erster deutscher Rennfahrer seit Pascal Ackermann vor 8 Jahren als Gesamtsieger der Jugendtour fest. Marco Brenner, man muss einem hoffnungsvollen, jungen Radrennfahrer gratulieren, einem sehr guten Radrennfahrer zu diesem wirklich tollen Erfolg. Du hast in deiner Karriere schon sehr, sehr viele Rennen gewonnen, heuer allein, glaube ich, schon über 20 Siege gefeiert. Wo ist denn dieser Sieg einzuordnen für dich? Also es war schon ein sehr besonderer. Ich habe schon etliche dieses Jahr gewonnen, aber das war natürlich eine ganz andere Nummer. Also es war ganz Europa am Start und unser Nationaltrainer sagt immer die kleine Tour de France. Und da bin ich schon sehr stolz drauf.
Ihr habt eine sehr starke Mannschaft auch im Hinterhalt gehabt. Habt ihr das alles gut organisiert? Kann man sich da von den Profis schon ein bisschen was abschauen in dieser Beziehung? Ja, also mein Team war echt, hat super Arbeit geleistet. Da möchte ich mich auch nochmal dafür bedanken. Und bei den Profis ist natürlich noch viel genauer, aber das ist natürlich schon ein guter Anfang so. Die Strecke war ja sehr schwierig, teilweise war es aufgrund des Regens wirklich brutal. Hast du das auch so empfunden? Ja, also überhaupt heute fand ich es noch mal richtig kalt. Das war jetzt nicht so meins, aber ich habe das Trikot noch verteilt, also hat alles noch mal funktioniert. Die Belgier haben bis zum letzten Kilometer ja versucht, dir das Trikot auszuziehen. War also auch für dich immer sehr, sehr hart zu fahren. Ja, also die Belgier, wir hatten ja einen Mann vorne und Kurt von Osten war auch noch mit dabei. Und hinten sind die Belgier nachgefahren, aber ich habe mir jetzt keine Sorgen gemacht, dass sie mir das Trikot noch ausziehen, weil die letzten 2 Kilometer mir noch mal 2 Minuten wegzunehmen, ist eigentlich fast unmöglich und deswegen habe ich das eigentlich ganz gelassen gesehen. Ich habe gehört, du feierst morgen Geburtstag, hast du selber dein größtes Geschenk gemacht? Ja. 8 Jahre nach Pascal Ackermann gewinnt wieder ein junger deutscher Nachwuchsfahrer diese Oststeiermark Radjugendtour. Ich glaube, Sie können zufrieden sein mit dem Auftritt Ihrer Jungs. Ja, wir sind sehr zufrieden. War ja eine haarige Sache, vor allen Dingen jetzt wegen dem Wetter wieder. Man weiß nie, was passiert mit Defekten und mit Stürzen. Wir hatten ja so viele Stürze und Defekte dieses Jahr, die Deutschen, wie nie zuvor. Ja. Und deshalb sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja. Und mit einem grünen Trikot. Und mit dem grünen Trikot, ja. Und das Bergtrikot noch, ja. Hat Marco Brennan das Zeug dazu, einmal ein ganz großer zu werden? Ja, sicherlich, ganz sicherlich, ja. Wenn er sich so weiterentwickelt und er ist ja noch erst seit 2 Jahren so stark, ja. Also er ist ja nicht nur schon ein Schüler so stark gewesen und das ist ein gutes Zeichen, ja. Da ist noch Entwicklungspotenzial und ihm tun die schweren Rennen richtig gut, ja. Wenn er mal den Sprung packt zu den Profis und die schweren Rundfahrten, das ist was für ihn, ja. Das ist ein Bergfahrer. Und zufrieden mit der Tour im Allgemeinen? Super organisiert wieder, sehr zufrieden. Wie gesagt, das ist für uns, für mich in Deutschland möchte ich da das größte Event, was wir fahren können mit der U17, da lege ich großen Wert drauf. Meistens versuchen wir auch immer einen Sperrtermin zu machen für diesen Termin, dass wir keine nationalen Meisterschaften haben, wenn es geht, damit wir teilnehmen können. Lukas Grissert, das Abenteuer, sage ich mal so, für die Österreicher ist zu Ende gegangen mit wirklich positiven Aspekten. 3 Podestplätze für die Nationalmannschaft. Lukas Grissert ist bester Österreicher geworden. Als Kletterer warst du praktisch prädestiniert dafür, oder? Ja, sicher. Also wir haben gewusst, dass ich für die Gesamtwertung eigentlich vorne mitfahren kann. Und ja. Was war die schwierigste Etappe rückblickend? Also rückblickend war ich schon gestern die schwierigste Etappe durch den Ausreißversuch von mir und so. War gestern sehr schwer, über den letzten Anstieg noch drüber zu kommen. Und heute war es auch nochmal sehr schwer, aber ist noch gegangen. Ist die Müdigkeit jetzt schon sehr groß? Ja, jetzt ist die Müdigkeit sehr groß. Und jetzt freue ich mich auf ein paar entspannende Tage mit der Familie im Urlaub nachher noch. Ja. Darfst du nächstes Jahr noch einmal hier mitfahren? Ja, nächstes Jahr darf ich noch einmal mitfahren. Bin ja heuer das erste Jahr gefahren. Ein Jahr größer, ein Jahr stärker, ein Jahr reifer. Wäre noch vielleicht mehr drin, oder? Ja, nächstes Jahr könnte vielleicht schon noch was gehen. Richard Kachelmeier, ein Resümee dieser Rundfahrt. 5 anstrengende Tage. Zwar nicht mit einem Spitzenplatz in der Gesamtwertung für Rot-Weiß-Rot, aber doch mit 3 Podestplätzen, einem Prologsieg. Also wie fällt das Resümee aus? Ich glaube, wir müssen sehr zufrieden sein. Es ist nicht alle Jahre möglich, dass wir aufs Podest kommen. Leider Gottes hat es in der Gesamtwertung nicht gereicht. Aber ich glaube, wir haben ein paar Junge dabei, die was richtig Talentverstellung gemacht haben. Sie haben das Konzept ja entwickelt, dass man hier in der Oststeiermark praktisch Hügel rauf, Hügel runter fährt. Soll das in der Form auch in den nächsten Jahren beibehalten werden? Ja, es ist nicht so einfach. Es hängt natürlich von den Start- und Zielorte ab und wir haben einfach wenig Möglichkeiten, leichte, flache Etappen zu machen. Wir müssen uns ein bisschen anpassen, die Gegebenheiten. Aber das Resümee, das Echo, das Internationale gibt Ihnen ja eigentlich recht. Ist sehr gut, wenn man mit einem deutschen Kollegen redet, der ist natürlich begeistert davon und sagt, das ist das wichtigste Event des Jahres. Horst Fiedelschuster, die Oststeiermark hat sich sehr um die Gestaltung, um die Durchführung dieses großen Jugendradrennens bemüht. Wie schaut denn das Resümee aus? In erster Linie würde ich mal sagen, weniger aus Ihrer Sicht aus sportlicher, sondern aus wirtschaftlicher, aus touristischer Sicht. Ja, aus touristischer Sicht natürlich ist die Erwartung mehr als erfüllt worden. Wir wissen, dass wir an die 2.500 bis 3.000 Nächtigungen zusätzlich durch diese Jugendtour haben. Aber was natürlich für uns viel Mehrwert, zusätzlich an Mehrwert ist, ist die Werbewirksamkeit als Region international in eine Auslage zu kommen, die wir so nur über diese Tour erreichen können.